Hallo liebe Leute und willkommen zurück bei Undertale. Hier oben geht's nicht weiter, der Weg ist versperrt und Dina hat die Wachen angewiesen, keine Leute weiter hochzulassen. Das ist natürlich bedauerlich, aber unsere Aufgabe wird jetzt erstmal sein, hier im Laboratorium weiterzumachen. Wo geht's hier? Kann man hier hoch? Nee, die Rolltreppe geht nach unten. So, jetzt kann man hier übrigens mit dem ganzen Zeug, glaube ich, auch interagieren. Ein Mülleimer, er ist ziemlich putzig. Es ist ein Computer, er greift auf ein Rätsel in Snowdin zu. Es ist eine ausgeleitete Figur eines weiblichen Menschen mit Katzenohren. Der Kühlschrank ist voller Instant-Nudeln und Limonade. Eine Nudelpackung mitnehmen? Kann ich noch eine nehmen? Nee, schade. Es ist eine halbleere Tüte Hundefutter. Du hast dich gerade an etwas Winziges erinnert, Herr Hundemacher. So. Es ist sehr wenig Platz hinter der Wand. Auf dem Schild steht Badezimmer. Da geht's irgendwie nicht rein. Aber hier geht's hoch. Pinkes, klebriges Zeugs tritt aus dieser Maschine aus. Mhm. All diese Bücher tragen den Titel Menschengeschichte. Soll ich das wirklich lesen? Lesen wir es mal. Wissenschaftliche Bücher, sie sind sehr verstaubt. Das ging nicht. All diese Bücher tragen den Titel Menschengeschichte. Lesen, lesen. Du wirst einen Blick in das Buch. Es ist ein Comic über einen Roboter, der eine Alien-Prinzessin bekämpft. Das kommt dir nicht besonders genau vor. VHS und DVDs zu diversen Cartoons. Sie tragen alle den Titel Menschengeschichte. Okay, das hatten wir schon. Also das Neue? Du wirfst einen Blick auf das Buch, es ist ein Comicbuch. Zwei leicht bekleidete Köche bewerfen sich mit Energiepfannkuchen. Das kommt dir nicht besonders genau vor. Okay, es sind unterschiedliche Geschichten. Gucken wir nochmal, was hier drin steht. Es ist ein Comicbuch, ein hässlicher Androide rennt mit Toast im Mund zur Schule. Er scheint spät dran zu sein. Das kommt dir nicht besonders genau vor. Sieht ein bisschen crazy aus. Sieht aus wie Alphys Arbeitstisch. Sieht staubig aus. Die Garderobe ist voller dreckiger Labormäntel und einem sauberen Kleid. Es ist eine Lampe mit pinken Fischen am Lampenschirm, die Glühbirne fehlt. Was ist das für ein Würfel? Eine unglaubliche Erfindung. Wenn es nicht benutzt wird, faltet sich das Bett zu einer leicht zu zeichnenden Box. Es ist ein Promoposter für Metatons TV-Premiere. Ach, der Roboter an der Lasche steht. Vielen Dank, dass meine Träume wahr werden. Ach ja. Muss man schon viel Fantasie haben, um sich sowas einfallen zu lassen. Alphys aktuellste Statusmeldung. Ich konnte Undine nicht gegen den Menschen kämpfen sehen. Alphys aktuellste Statusmeldung. Sie ist sowieso unbesiegbar. Ich frage sie einfach später. Jetzt rufe ich den Menschen an und werde ihm helfen. Ich glaube nicht, dass es klug ist, hier lang zu gehen. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das der Weg ist, den ich einschlagen möchte. Vor allen Dingen, wenn man da hinten hier nochmal nach unten gehen kann, ne? Hier nämlich. Ach, das war der Sensenripper. Ich hab's vergessen. Okay, dann müssen wir durchs Lab. Man kann mit dem Sensentyp zwar wahrscheinlich auch quatschen und dann irgendwo hinfahren, aber das werde ich mir erstmal später noch überlegen. Wann ich genau mit dem was mache. Erstmal sieht der Weg hier irgendwie verlockender aus. Okay, da geht's runter, dann geht's hier links hoch. Nach dem Kampf. Vulcan zieht umher. Aufheitern.
Du sagst, Vulcan, es leistet tolle Arbeit. Seine Attacken werden extrem. Ah, gebe mein Bestes. Kann ich Gnade verschonen? Du warst siegreich. 0 Erfahrungspunkt und 40 Gold erhalten. Das so clever ist, hier so pazifistisch durchzusegeln. Alphys aktuellste Statusmeldung. Ich rufe ihn in einer Minute an. Das ist ja ein crazy Weg hier. Speicherpunkt. Na, sieh mal einen an. Das zischende Geräusch von Dampf. Es erfüllt dich mit Entschlossenheit. Speichern. Liebe Leute, hier ist ein Cut und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.